auf sozialen Netzwerken ist leider immer noch ein großes Thema. 1,4 Millionen Schüler in Deutschland wurden schon mal online gemobbt und für Betroffene hat Online-Mobbing schlimme Folgen. Denn sie fühlen sich hilflos, haben Angst, werden oft schlechter in der Schule, zum Beispiel, weil sie sich gar nicht mehr in die Schule trauen. Oder sie leiden unter Depressionen, fangen an, sich selbst zu verletzen und ja, in den schlimmsten Fällen nehmen sich Betroffene wegen Cybermobbing sogar das Leben. Da sollte doch eigentlich jedem klar sein, dass man einfach einschreitet, wenn man sowas mitbekommt. Tatsächlich ist es aber so, dass 7 von 10 Leuten, die Cybermobbing mitbekommen, einfach gar nichts unternehmen und Zuschauer bleiben. Warum ist es so? Um diese Frage zu beantworten, habe ich mir heute mal 2 Expertinnen von der Uni Hohenheim eingeladen. Das sind Anita und Astrid von der Uni Hohenheim. Erstmal herzlich willkommen im Handysektor-Studio. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja, meine erste Frage an euch ist natürlich erstmal, wieso gibt es sowas wie Cybermobbing überhaupt? Warum machen manche Leute andere online fertig? Ja, also Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es vor allem 4 Gründe gibt, wieso Leute mobben. Und zwar erstens aus Rache, zweitens, um die eigene Macht zu demonstrieren, drittens, um zu einer Gruppe dazuzugehören und viertens, einfach aus dem Grund, Spaß daran zu haben, andere online fertig zu machen und ihnen Leid zuzufügen. Okay, krass. Spielt es dann beim Cybermobbing auch eine Rolle, dass es eben anonym stattfinden kann? Das heißt, dass der Betroffene gar nicht weiß, wer der Mobber ist, dass man vielleicht dessen Gesicht gar nicht kennt? Ja, auf jeden Fall. Dazu haben Medienforscher auch ein Cybermobbing-Modell aufgestellt und das besagt, dass die Anonymität eine sehr große Rolle spielt beim Mobbing. Und zwar ist es dadurch so, dass die Auswirkungen für das Opfer nicht direkt ersichtlich sind für den Täter. Also er sieht nicht, wie das Opfer leidet. Außerdem muss er auch nicht mit Strafen rechnen, weil man ihn online meistens gar nicht erkennt. Man weiß nicht, wer er ist, weil eben seine Anonymität gewahrt wird. Genau, wenn ich ein Profil habe, irgendwie auf Instagram und da peinliche Bilder von jemandem hochlade, unter irgendeinem Nickname, weiß keiner, dass ich dahinter stecke. Und ich sehe natürlich auch nicht, dass der Betroffene vielleicht zu Hause sitzt und anfängt zu weinen, wenn er solche gemeinen Bilder sieht und muss es gar nicht aushalten. Genau. Okay. Ja, jetzt habe ich mal gehört, dass es ganz oft so ist, dass Leute, die schon mal gemobbt wurden, später auch eher zu Tätern werden. Und das klingt für mich irgendwie total komisch. Ist es wirklich so? Und wenn ja, warum? Ja, es ist tatsächlich oft so. Das liegt an der Rache, habe ich ja schon erwähnt. Viele Opfer, die einfach schon online oder gemobbt wurden allgemein, möchten Rache an dem Täter üben. Und dafür ist das Internet ein guter Spielraum, weil hier auch die körperliche Überlegenheit nicht mehr vorhanden ist. Okay, das heißt, auch wenn ich körperlich vielleicht unterlegen bin, meine Mobber früher eigentlich ein bisschen vielleicht kräftiger als ich war, im Internet spielt es keine Rolle mehr. Kommentieren, gemeine Sachen verbreiten kann ja eigentlich heutzutage wirklich jeder. Auf jeden Fall trotzdem komisch für mich, weil ich mir immer noch denke, jemand, der sowas Schlimmes schon mal erlebt hat, der muss doch wissen, wie sich das anfühlt und der muss doch genau das Gegenteil machen, der muss doch ihr helfen. Ist es denn auch so? Ja, also das ist tatsächlich komisch. Also zum einen, Erfahrungen können dazu verhelfen, dass jemand weiter mobbt. Andererseits geht es aber auch genau in die andere Richtung, wie du schon gesagt hast, dass solche Leute, die schon gemobbt worden sind, einfach empfindlicher für solche Situationen werden und sich auch besser in die anderen Opfer hineinversetzen können und deswegen dann auch tatsächlich mehr helfen. Gibt es andere Gründe, warum manche Leute eher helfen? Ja, was zum Beispiel ein Grund ist, dass man mit dem Opfer befreundet ist oder generell Sympathien für das Opfer hat, also es nett findet oder dass man eben einfach sehr gut darin ist, solche Situationen zu erkennen und zu deuten. Und dann hilft man eher. Genau. Ja, eher helfen, das ist eigentlich schon ein gutes Thema, denn leider hilft nicht jeder. Ganz, ganz viele Menschen bleiben einfach Zuschauer und unternehmen nichts, obwohl sie das Mobbing mitbekommen, in der Klassengruppe oder auf Instagram oder sonst irgendwo online. Warum ist das so? Genau, wie du gesagt hast, dass von den Zuschauern bleiben super viele einfach ruhig da stehen und machen gar nichts. Zum einen haben Forscher herausgefunden, dass das daran liegt, dass je mehr Menschen bei so einer Situation vorhanden sind, desto weniger fühlt man sich alleine für das Opfer in dem Fall verantwortlich, ihm zu helfen. Das nennt man dann den sogenannten Zuschauereffekt oder auf Englisch Bystander-Effekt. Und im Chat oder im Internet sieht das dann so aus, dass in einem Gruppenchat zum Beispiel super viele Leute anwesend sind und je mehr Menschen da sind, desto weniger denke ich, oh, ich muss jetzt einschreiten, weil jemand beleidigt worden ist. Weil das an und für sich geht es mich nicht an oder geht mich erst nichts an und die anderen können ja auch was machen. Genau. Ja, genau. Und eine andere Sache ist natürlich auch, dass viele, wenn ganz viele Leute da sind, dass man so kleine Mobbing-Situationen gar nicht wahrnimmt und auch gar nicht als ernst wahrnimmt und deswegen nicht hilft. Dass es praktisch untergeht. Genau, ja.
Dabei ist es total wichtig, Mobbing zu erkennen und bei Mobbing einzuschreiten und eben, wie ihr gesagt habt, nicht der Zuschauer zu bleiben. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, bei Mobbing den Betroffenen zu helfen. Ihr könnt natürlich zum Beispiel die betroffene Person direkt ansprechen, eure Hilfe anbieten oder einfach mal eine nette Nachricht zur Abwechslung schreiben. Ihr könnt euch aber auch Hilfe holen bei Vertrauenspersonen. Das können Vertrauenslehrer bei euch in der Schule sein, das können aber auch Schulsozialarbeiter sein oder eure Eltern oder Freunde. Wenn ihr mit denen über das Thema sprecht, findet ihr bestimmt eine Lösung, den Betroffenen zu helfen. Wenn ihr aber sogar die Mobber kennt, wenn vielleicht eure Freunde sogar mit sowas anfangen, dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, die direkt anzusprechen und zu sagen, hey Leute, das, was ihr da macht, finde ich absolut nicht in Ordnung. Hört bitte auf damit. Erstmal danke an euch beide, dass ihr da wart. Ich finde, wir haben heute ganz viel mitgenommen. Wenn ihr euch noch weiter informieren wollt über das Thema Cybermobbing, dann findet ihr natürlich alle wichtigen Infos bei uns auf handysektor.de.